Ja, wir schreiben den 18. Dezember. Wie gesagt, nicht mehr lange bis Weihnachten. Insgesamt sind es nur noch 6 Tage, drei Türchen. Das heißt, bevor wir jetzt die anderen drei Türchen großartig rumteasern, spielen wir eine Runde Star Fox Command für DDS. Das Schöne ist, es hat einen echt schönen lokalen Modus, drahtlosen Modus mit einer Karte, oder? Ja, Einzelkartenspiel, 2 bis 6. Multikarten geht komischerweise dann nur zu zweit. Keine Ahnung, aber das Schöne ist, es unterstützt das Rumble Pack, was es damals für den Game Boy Advance gab, der aber beim 3DS so gut wie gar nicht funktioniert. Egal, ich hoffe, ihr habt Spaß daran an Star Fox Command. So, dann starten wir mal mit Star Fox Command. Aus dem Jahre 2006 gekauft habe ich es, weil ein Bon dabei lag, 2012. 6 Jahre später. Da war, glaube ich, schon die Wi-Fi-Connection abgeschaltet. Weil das ist im Endeffekt halt das, was man hat. Ne? Man hat einen Einzelspieler-Modus, man hat den DS-Download-Spiel, wo man halt mit einer Cartridge bis zu 6, meine ich. Wollen wir mal nachgucken. Bis zu 6 spielen könnt. Und dann gibt es noch die Wi-Fi-Schlacht. Die Wi-Fi-Schlacht geht nicht mehr, weil die Wi-Fi-Connection abgeschaltet ist. Aber ist eigentlich nicht so schlimm. Denn wir spielen eh nur einen Einzelspieler-Modus. Ne, das Spiel unterstützt auch den Rumble Packs, habe ich ja schon erwähnt, über den GBA-Slot. Haben wir nur nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. So, ich würde jetzt einfach sagen, wir machen da weiter, wo ich aufgehört habe. Ich habe nämlich schon mal ein bisschen Probe gespielt, um dann zumindest nicht zu sehr aufs Maul zu fallen. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal mit dem geilsten Typen aus Star Fox durch. Die Story ist eigentlich auch ganz simpel aufgebaut, denn es ist wie folgt passiert, ne? Man erinnert sich, Star Fox 64, man hat Venom besiegt, ole ole. Und was dann? Viele Jahre vergingen und auf einmal wird Cornelia wieder angegriffen, und zwar wieder von irgendeinem Imperator aus Venom, dessen Namen ich jetzt gerade nicht aussprechen kann. Und das Star Fox Team? Na, es hat sich aufgeteilt. Star Fox kämpft mit Rob alleine an der Front. Falco hat sich wie immer verdünnisiert, man kennt es ja aus Star Fox Adventures. Peppy, ja, Peppy ist in die Fußstapfen getreten von General Pepper. General Pepper ist zurückgetreten aufgrund einer schweren Krankheit. Ja, Slippy hat eine Freundin und hat sich so verdünnisiert. Und Crystal, ja, Crystal war so enttäuscht von Fox, dass sie auch abgedampft ist. Ja, und das Star-Wolf-Team hat einen neuen Panther. Wobei ich gerade auch überlegen bin, ob der auch in Assault vorkam. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wir machen einfach mit Falco weiter, deswegen sage ich ja. Um euch grob das einmal zu erklären, was da storymäßig abgegangen ist. Na, hier wird nochmal erklärt, nachdem wir die erste Mission gemacht haben, so, wir haben neue Feinde und so. Und man stellt jetzt fest, die Legierung besteht aus Aluminiumchrom. Und ist dadurch, ja, gegen Rost und Korrosion geschützt. Eigentlich perfekt für die Gewässer von Venom. Ja, und jetzt haben wir, weil das Spiel cool aufgebaut ist, hat es multiple Enden. Das heißt, je nachdem, wie ich mich jetzt entscheide, sieht das Ende natürlich auch anders aus. Aber wie ich schon gerade gesagt habe, ich möchte gerne Falco holen. Deswegen befreien wir Falco, beziehungsweise holen uns den einfach zurück. Falco an die Front. Catania. Ist der Laden hier für die Hunde, ja, genau. Ich lese euch das jetzt nicht vor, weil wie gesagt, ich möchte dieses Gefühl mit diesen hylanischen Stimmen möchte ich euch nicht kaputt machen, deswegen seid mir da nicht böse. Ja, du weißt doch, ich bin... Ja, du hast schon recht. Darf ich fragen, ob ein Solo-Einsatz unter diesen Umständen vernünftig ist? Dude, du kennst die Antwort. Rostkübel. Boah, wie frech. Irgendwann ende ich noch wie Fox und heule nur noch den Frauen hinterher.
So, und jetzt kommt etwas, was ihr bereits schon kennt. Ne, das kennt man irgendwo her, und zwar aus Star Fox 2. Ne? Vielleicht gelingt es dir, eine Rakete zu besorgen. In dem Fall könnte ich die Feuer, den Feuerschutz gegen geben. Wir haben nämlich... das weiß ich, Rob. Spar dir deinen Anfängerkurs. Ich sorge dafür, dass unsere Viecher hören und sehen vergeht. Ja. Ja, dann schnapp ich mir auf jeden Fall den. Und flieg dann weiter nach oben. Wobei ich gerade überlegen bin, ob es nicht einfacher gewesen wäre, hätte ich die beiden direkt abgefangen. Eigentlich Verschwendung von Raketen, aber... was anders. Irgendwie so. Ah! Sie sind Gott sei Dank aufmerksam geworden. Klasse. So, auf geht's in den Kampf. Wie gesagt, das Spiel, also ich glaube, die Entwickler Cube Games heißen sie, haben sich, wie gesagt, einfach gesagt, wir nehmen uns mal den Prototyp als Vorbild und basteln uns darauf was, weil auch der geile Touchscreen dafür da ist. Und das spielt sich auch wie Star Fox 2 irgendwie. So, dann gucken wir mal. Wo haben wir denn den guten? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Wo ist er denn? Jawohl. Treffer. So, next one. Der letzte ist da hinten. Jawohl. Hier spricht Marco. Jemand soll hier aufräumen. Erfolg! Ja, wie gesagt, steuern tut ihr es. Je nachdem, wie ihr, ob ihr links oder rechts an der Seite ballern könnt ihr, wie gesagt, mit Joystick oder mit... X, Y, A, B. Je nachdem, wie ihr dann halt dementsprechend euren Stift zusammenhält. Hier Bill von der Luftwaffe. Ah, cool. Bill. Bill, alles klar, Mann. Sauber. Na gut. Versuch mal Richtung Rakete zu fliegen. Scheiße, ich hätte ja auch noch Bill bewegen können. Ja, gut. Gut, dann schnappen wir uns den ersten. 69 Sekunden habe ich halt nur. Das ist halt insgesamt 100 und das addiert sich dann dementsprechend die Sekundenzahl noch dazu. Ah, nein, mich hat's erwischt. Oh, scheiße. Das ist nicht gut. So, jetzt aber mit Bill. Ich bin mir zu legen, ob ich mit der... Okay. Schade, ich kann mit Bill leider nicht hier lang fliegen. Aber wenn alles klappt, kann ich zumindest die Rakete gleich abfangen. Wenn ich den jetzt kaputt kriege, ist das Problem. Der hat mich jetzt gerade echt, echt fertig gemacht.
Jawohl. Puh. Na Gott sei Dank. Ja, aber wie gesagt, den Barrel Roll haben sie nochmal ordentlich frisiert, denn die reflektiert nicht nur Schüsse, sondern erzeugt auch noch ein magnetisches Feld. Und man kann damit sogar ein Mutterschiff kaputt machen, wie im Film Independence Day. Das ist der Hammer. Die Barrel Roll, ey. Aber nur in dem Spiel. Schon. Das war nicht der Gegner. Autsch. Gut, dann nochmal zurück. Ich darf nicht verlieren. Nein! Oh. Shit. Jetzt habe ich ein Problem. In der nächsten Runde ist der Great Fox weg. Wir haben noch zwei Schiffe, ja, aber es bringt mir nichts mehr. Du bist weg! Oh. Die Great Fox stürzt ab. Ade, du grausame Welt. Ja gut, es hat beim Probespielen eigentlich genauso ausgesehen. Ich hätte da echt vielleicht noch ein bisschen was machen sollen oder so. Ich bin gerade selber überlegen, ob ich nochmal anlege. Denn eigentlich würde ich jetzt gerne nochmal neu starten. Komm, weißt du was, wir machen es einfach. So viel Zeit muss sein. So, auf ein neues. Diesmal gescheit. Und zwar jetzt fliegen wir hier lang. Und ich weiß ja jetzt, dass gleich eine Rakete kommt. Ah! Ich bin vorbeigeflogen! Scheiße. Ja, was hilft mir das, wenn du vorbeifliegst? Na Gott sei Dank, jetzt ist Bilder. Ich könnte mir mit Bill da unten... So, mit Bill schnapp ich mir die beiden unten. Das ist besser. Mit der Rakete. Eigentlich müsste ich die hinkriegen. Sonst habe ich immer noch die Rakete, wenn schief laufen sollte. Na. So, ich mache als erstes die... Yay, alle drauf! Ah, ich kann nicht auswählen. Ach, schade. Na, egal, kriege ich auch so hin. Ich hoffe es. Gerade vorhin war das ein bisschen... Ja, nicht so gut. Feuer, 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 Feuer. Irgendwo war doch hier ein Ring, da hinten. Dann so. Ah. Wo ist er?
Ich glaube, er ist besiegt. Oh, jetzt habe ich einen leichten Krampf bekommen. Aber Falcos Schiff sieht echt geil aus. Ich glaube, jedes Schiff sieht anders aus. So wie halt in Star Fox 2. So, einen besiegt. Bleiben nur noch zwei. So. Ah, die Dreierpack-Viecher. Ja, die kriege ich kalt. So, wo seid ihr? Zwei noch. Hallo, spielt ihr mit mir jetzt Katz und Maus oder was? Ich hab für die Kinder gar keine Zeit hier. So viele wertvolle Sekunden jetzt gerade verloren. Oh my. Aber Bonuspunkte bekommen, das ist gut. So. Ich kann noch. Next one. Irgendwelche komischen Edelsteine. 4 Stück an der Zahl. Ich mach ja auch noch platt. Hui. Boah, also so einfach sind die dann doch wieder nicht zu besiegen. Nein! Oh Mist, das ist nicht gut. Da muss ich ja jetzt schon eine Rakete drauf rotzen. So. Hätte ich sofort machen sollen. Ja, mit Bill versuche ich jetzt einfach mal die Rakete hier abzufangen. Auf gut Glück. Jawohl. Die Rakete habe ich zumindest noch bekommen. Raketen abschießen, das kriege ich ja wohl hin. Er wäre jetzt gelacht, wenn ich jetzt hier drauf gehe. Medic! Achso, soll ich so machen? Okay. Nein! Oh Gott! Ich hab's nicht geschafft. Okay, dann, ja. Was soll ich sagen? Dann wird das wohl heute nichts mehr. Scheiße. Ade, du grausame Welt. Das ist aber auch ein Käse, ey. Durch die Dinger fliegen, dann nebenbei noch waggeln, damit der Schön sich immer weiterhin dreht, aber dann immer wieder dieses kleine Ding zu kriegen. Boah. Scheibenkleister. Na gut. Soll nicht so sein, dass wir heute eine Mission abschießen. Ist auch ein bisschen sehr hart. Irgendwie gefühlt. Vielleicht ist auch die dritte Variante ziemlich hart. Wie gesagt, das war Star Fox Command. Ne? Großartiges Spiel. Wie gesagt, die erste Mission ist ein bisschen besser und auch ein bisschen anfängerfreundlicher. Und wenn man sich jetzt nicht unbedingt die drei dann direkt aussucht, dann wird es auch einfach bleiben. Durchgespielt habe ich es einmal. Egal, ich gebe ab an den Mann mit der Zipfelmütze, der gerade auf der Couch sitzt und darauf wartet, dass ich ihm jetzt das Zepter gebe. In dem Sinne, haut rein.
Ja, man merkt irgendwie bei Star Fox Command, da sind ein bisschen Einflüsse drin gewesen von Star Fox 2, was man ja jetzt offiziell spielen kann für ein Super Nintendo Mini. Habe ich wahrscheinlich auch beim Video erwähnt. Wie gesagt, ist ein ganz, ganz großartiger Titel. Gibt es aber momentan leider nicht für kleines Geld, aber es lohnt sich in meinen Augen. Ne? Und wie gesagt, mehrere Endings, echt cool. Also ein richtig cooles Spiel. Und Technikwunder durch die Möglichkeit des Rumble Packs. Sehr cool auf jeden Fall. Ja, damit hätten wir den 18. auch abgeschlossen. Wie gesagt, wir haben jetzt nur noch ganz wenig Türchen. Ich habe auch nur noch ganz wenig Spiele. Ich guck mal kurz nach. Wir haben insgesamt noch vier Spiele, drei Türchen. Einer fliegt dann raus. Zwei Titel sind dabei, worauf ich mich extrem freue. Ich zieh einfach mal. Zieh! Ho! Das wird gut. Ein Titel, den N64-Fanboys auf jeden Fall kennen. Ein schöner Racer. Wir spielen nämlich für den DS eine Runde Snowboard Kids oder abgekürzt auch SBK. Da werde ich euch zeigen, ob der Titel was ist oder lieber in der Versenkung verschwinden sollte. In dem Sinne, bis in zwei Tagen.